Paprika gibt es in verschiedenen Farben, je nachdem wie reif sie sind. Die Auswahl reicht von dem am wenigsten reifen grünen Paprikaschoten bis hin zu gelben, orangefarbenen oder roten, die am reifsten sind. Alle Paprikafarben haben ernährungsphysiologische Vorteile, aber rote Paprika haben einen höheren Gehalt an Antioxidantien und Phytonährstoffen, weil sie reifer sind als gelbe oder grüne Paprika. Wie alle Gemüsesorten enthalten auch Paprika von Natur aus geringe Mengen an Zucker. Rote Paprikas sind süßer, während grüne bitterer schmecken. Aber welche Vorteile die Paprika für dich hat, zeigen wir dir jetzt. Nummer 1. Sie stärkt das Immunsystem. Paprika schmeckt nicht nur köstlich, sondern ist auch vollgepackt mit Nährstoffen, die gut für dein Immunsystem sind. Sie enthält zum Beispiel Carotinoide und Antioxidantien, die den Körper vor Krankheiten schützen können. Paprika ist auch eine gute Quelle für Vitamin C. Eine Tasse davon deckt fast 3/4 des empfohlenen Tagesbedarfs an Vitamin C. Aber was ist so toll an Vitamin C? Naja, es ist nicht nur wichtig, damit das Immunsystem richtig funktioniert, sondern auch für die Kollagenproduktion, ein natürlicher Schutz für deine Haut. Nummer 2. Sie verbessert die Sehkraft. Wenn wir ein lebenslanges, gesundes Augenlicht haben wollen, sollten wir gelbe Paprika in unseren Speiseplan aufnehmen. Vitamin A, C und reichlich Enzyme in gelben Paprikaschoten verringern die Wahrscheinlichkeit einer Sehschwäche. Sie schützen auch vor oxidativen Schäden an der lichtempfindlichen Innenwand der menschlichen Netzhaut. Nummer 3. Sie können helfen, das Risiko für bestimmte Krebsarten zu senken. Wusstest du, dass Paprika helfen kann, das Risiko für bestimmte Krebsarten zu senken? Ja, das stimmt. Denn Paprika ist eine gute Quelle für Antioxidantien, von denen man annimmt, dass sie die Zellen vor Schäden schützen. Und da Krebs durch Zellen verursacht wird, die außer Kontrolle geraten sind, können Antioxidantien dazu beitragen, das Krebsrisiko zu senken. Außerdem ist Paprika eine gute Quelle für Vitamin C, das dafür bekannt ist, das Immunsystem zu stärken. Nummer 4. Sie können Blutdruck und Stress reduzieren. Paprika ist hervorragend für die Gesunderhaltung der Arterien geeignet. Mit stärkeren Antioxidantien als selbst Zitrusfrüchte ist Paprika eine hervorragende Vitamin-C-Quelle, die die Herzfunktion verbessert und den Blutdruck senkt. Außerdem enthält Paprika ein gerinnungshemmendes Mittel, das helfen kann, Blutgerinnsel zu verhindern, die Herzinfarkte verursachen und den Blutdruck zu regulieren. Nummer 5. Sie fördern die Gesundheit der Verdauung. Wusstest du, dass Paprika eine gute Quelle für Ballaststoffe ist? Ballaststoffe sind wichtig, um das Verdauungssystem in Schuss zu halten und den Blutzuckerspiegel zu kontrollieren. Außerdem kann man mit Hilfe von Ballaststoffen ein gesundes Gewicht erreichen und halten. Warum nicht also ein paar Scheiben Paprika in deinen nächsten Salat packen? So bekommst du nicht nur die dringend benötigten Ballaststoffe, sondern genießt auch den köstlichen Geschmack und die ernährungsphysiologischen Vorteile dieses fantastischen Gemüses. Wenn dir unser heutiges Video gefallen hat, dann lass uns doch einen Daumen nach oben da. Vergiss auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keines unserer Videos mehr zu verpassen. Das war's auch schon für heute. Bis zum nächsten Mal und noch einen phänomenalen Tag!